Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz mit ein kleiner Tipp. Es geht um den Firefox Browser. Und zwar gab es gestern ein Update. Gestern war der 3. Dezember 2019. Von Version 70 auf Version 71. Hier kann man sich anschauen, was da, ja, was neu ist, was gefixt wurde, was geändert wurde eben. Und genau auf diese kleine Änderung will ich nur ganz kurz und knapp darauf eingehen. Und zwar wurde auf der versteckten Config-Page von Firefox hier About Config HTML implementiert. Und nun sieht die Seite so aus, hier die Warnmeldung ist ein bisschen anders und hier werden die Optionen halt sind ausgeblendet per Default. Man muss hier alle Einstellungen anzeigen, einmal draufklicken und schon werden die alle angezeigt hier. Und also was auf den ersten Blick jetzt mir hier auffällt, ist, dass die Schrift ein bisschen größer ist, halt hier sind noch so eine Buttons hier zum Switchen hin und her. Editieren hier Werte und so weiter. Also im Prinzip, ja, keine große Änderung, finde ich. Allerdings gibt es da Kandidaten, die ehrlich gesagt aus mehr unerklärlichen Gründen diese neue Interface hier, User Interface, nicht mögen und ja, lieber weiterhin mit der alten Interface arbeiten wollen. Nun, für diejenigen gibt es auch gute Nachrichten, denn die alte User Interface ist auch noch verfügbar, nur einfach über eine andere URL hier, also das ist jetzt die ganz normale about:config. Wenn wir jetzt hier aber chrome://global/content/config.xul eingeben und Enter drücken, sehen wir schon, ja, sind wir auf der alten vertraute Oberfläche wieder, sieht eben so aus, ja. Genau, also für diejenigen, die diese Config-Seite eventuell noch nicht kennen, das ist einfach ein Config-Editor für Firefox mit erweiterten Optionen, die in den normalen Einstellungen nicht zu finden sind, also versteckte Optionen sozusagen, die wahrscheinlich auch aus gutem Grund versteckt sind. Hier sollte man vorsichtig mit umgehen. Unter Umständen kann man hier den Browser zerschießen oder beschädigen. Daher auch die Warnmeldung hier, wenn wir die Seite aufrufen. Ja, die kann man ruhig ernst nehmen. Genau, das war es im Prinzip auch schon alles. Ja, also ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen irgendwie weiterhelfen konnte, der lieber mit der alten User-Interface hier arbeitet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like und ein Abo, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.